Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Leute, wir wollen weiterhin die Hochzeit von Peach und Bowser verhindern. Sind bis zu Bowsers Festung vorgedrungen. Wenn ihr die Videos davor nicht gesehen habt, checkt die Playlist ab, checkt die Parts davor ab. Heute geht's weiter. Ich glaube, wir sind so gut wie am Ende bei Bowsers Festung und dann ist die Frage, ob danach noch Maps kommen. Eine denke ich ja, und zwar Peach Königreich, weil wir da jetzt auch einmal drin waren. Wir gehen jetzt erstmal durch die Fahne. Fuße des Turms, okay. Dann geht's heute weiter. Vielleicht sehen wir heute ja Bowser. Der gute Herr versteckt sich natürlich wieder am Arsch der Heide, lässt erstmal wieder seine Kumpanen für sich kämpfen. Weg mit dir. So, du auch. Weg, weg, weg. Ich brauche so ein Vögelchen. Wo kriege ich denn jetzt hier so ein Vögelchen? Muss ich jetzt nur komplett runter, oder was? Um mir dann einen Vogel zu holen. Hier ist ein Vogel. Oh ne, das war hier dieser Scheißpart. Gerade eben erst gemacht. Ich nehme den Part wieder direkt dahinter auf. Aber trotzdem schon gut verdrängt. Ja, geil. Oh Mann, ich hasse das, wenn er dann da loslässt. Wenn man den so ein bisschen geschwungen hat, dann lässt er direkt schon immer los. So. Und yippee-yay. Und yippee-yay. Und yippee-yay. Und yippee-yay. Und yippee-yay. Easy. So. Juhu! Dann gehen wir jetzt mal dahinter, weil da waren auch wieder diese Lücken. Die können wir immer hier mit dem Vogel stopfen. Bäm, 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 bäm. Stech hier zu. Ein Schwertkämpfer. Ja, perfekt. Auch zu hoch. Ganz einfach hier, Loch zu treffen. Aha. Den haben wir schon mal. Einen haben wir, jetzt den anderen noch. Ja, das ging sofort. Ja, perfekt. Wenn, dann nehmen wir auch alle mit. Zack. So. Und los geht's. Auf zu Bowser. Da ist er. Bowser und Peach. Wir könnten natürlich jetzt mal hier den, erstmal den Modus machen und sagen, komm, wir gucken jetzt mal, was haben wir hier noch so. Aber wenn wir Bowser schon mal vor uns haben, Leute, dann gehen wir auch hoch. Es kommt zum epischen Fight. Mario gegen Bowser. Der Kampf um Peach. Mario! Jetzt, der haut doch jetzt nicht schon wieder ab, ne? Du bist, wenn du abhaust, ne? Du bist so eine feige Ratte, ne? Du bist zu spät. Nein, du verpisst dich einfach immer nur. Wir müssen leider weg. Unsere Hochzeit findet auf dem... Was? Ich habe jetzt nicht gelesen, wo sie stattfindet. Ich war nicht so schnell. Komm, Mario. Flieg wieder 3000 Kilometer nach unten. Bam. Ja. Oh, Déjà-vu. Weißt du, er verpisst sich jedes Mal. Was ist jetzt? Ach, Kollege Schnürschuh ist... die sind ja alle wieder da. Oh nein. Muss ich jetzt gegen die Bruders kämpfen? Also ich hätte keinen Bock, da irgendwie an der Seite zu sitzen, sag ich ganz ehrlich. Das wäre für mich ein bisschen unbequem. Immerhin zünden wir schon mal ein Feuerwerk, das ist schon mal gut. Okay, Bossfight. Was muss ich machen?
Ich brauche den Piekser bestimmt. Ja, und ich muss die Bomben auf die schießen. Nimm dies. Nimm das. Noob. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich mich hier hochpieksen? Ah ja. Oder? Ich muss da drauf springen bestimmt. Ich muss dann den Vogel wegmachen. Dann muss ich da drauf springen, ne? Kann es sein? Okay, er hat auf jeden Fall seine Rüstung wieder. Ja, genau in die Mitte, Lul. So, zack, hoch. Jawohl. Also gut, okay. Bossfight verstanden. Bossfight verstanden. Oh mein Gott, ist er schnell. Los, spuck mir meinen Vogel da raus. Perfekt. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Ihr seid so scheiße, Bruder, als ihr seid so kacke. Jetzt komme ich da nicht hoch, ne? Oder hier. Doch, guck mal. Die Not macht doch erfinderisch. Servus. Genau so. So, zwei sind schon mal weg. Okay, jetzt wieder schneller. Läuft ja schreck gegen die Wand. Haben wir es jetzt? Dann ist fertig mit dem Sprinten. Ich muss Bowser hinterher. Zeit ist Geld. Was ist das? Das möchte ich nicht. Ach, gehen einfach mal hier weg. So. Ich spuck mir einfach wieder meinen Vogel aus. Da ist er. Danke. Kann ich die auch wegschießen? Die kann ich nicht wegschießen. Okay. War ja nur ein Versuch wert, nicht? Okay, let's go. Och, Mann. Zweite Mal habe ich ihn jetzt, ne? Diese Klingel da drumherum, die nerven halt. So. Sau. Wir schaffen das. So, nur noch Kollege Schnürschuh. Nur noch einer. Ein Vögelchen. Vogel bin ich halt langsam, ne? Ich glaube, ich kann damit auch nicht sprinten. Wahrscheinlich ja, und ich bin einfach wieder nur zu dumm, das zu machen. Oh mein Gott. Och man, ich hätte die alle nutzen können hier. Ja, witzig, ey. Die sind immer so geflogen, dass sie über mich gesprungen sind. Ich brauche das Herz hier hinten, ganz wichtig. Sonst habe ich hier auch kein Herz mehr, ne?
Ich steck die beiden. Ich war doch schon weg! Nicht stimmt, ich muss jetzt den ganzen Fight von vorne machen. Ich war doch schon oben! Och nö, Alter. Nicht in ihr Ernst. Ja, komm, überspringen. Brauche ich nicht. Als ob. Nee, jetzt muss ich den ganzen Fight nochmal machen. Wie schlecht. Och, Mann. Och, mein Gott, ey. Wie unbelohnt, Alter. Ich war doch schon oben. Ich hab doch schon losgelassen. Bin gesprungen. Mein Gott, ey. Dann erwischt er mich noch, weil er eine Range hatte von 3000 Kilometern, ey. Ja, nice. Oh, wie dumm. Ja, nice. Geil. Kann ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen. Das Bruder, Alter, wer mag euch? Niemand. Komm, spuck die Bomben. Ich hab keine Zeit. Ja, geil. Die habe ich nicht erwischt. Warum auch immer. Das Herz wollte ich noch nicht aktivieren. Geil. Lauf da. Ich will nicht nochmal da kaputt machen. Leider nein, ne? So. Ja, jetzt sprintet er wieder 3 Jahre. Ui, Hechsprung. Haben wir's? Ach ne, jetzt kommen ja noch hier diese Kreiseldinger. Mit dem Vogel konnte ich die nicht wegmachen, ne? Uff, da, so. Ja, mein Gott, ey. Da, einmal noch. Dass das auf jeden Fall keine Verschwendung ist. Ja, zertrampel deine Scheißdinger da. Sie immer genauso vor einem aufkommen da, ne? Ist eigentlich total ärgerlich. So. Da guckst du dir an. Wieso trifft ihr die denn nicht? Geht mir nicht in die Birne, ne? Ja, mal deine Kreisteile da kaputt. Ich raste hier gleich aus, ne? Ich brauche hinten das Herz. Ah!
Was mache ich gerade falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier gerade falsch mache. Kann ich den gleich nochmal machen, ey. Ich sehe es doch schon kommen. Ich krieg die Bomben gerade nicht. Ich kriege, fakt, die Bomben nicht. Warum nicht? Die erste, ja, die zweite. Nee, kein Bock drauf, Alter. Och, Mann, ey. Diese fucking Bruders, ihr nervt, ne, ihr nervt. Geil. Arschloch. Leute, es tut mir so leid, Alter, dass ich das jetzt das dritte Mal hier machen muss. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ist hier aber was los. Ich habe da gerade nicht verstanden, dass ich die Bomben nicht mehr bekommen habe. Sind die auf mich draufgefallen oder was war das Problem? Jetzt beruhig dich und schmeiß deine scheiß Bomben und den Drecksvogel, ey. Nervig. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, da kam noch wieder eine. Danke für nichts. Vielleicht schon wieder weg, wenn ich so weitermache. Mit Leben. Immerhin einen getroffen, der andere hat den Vogel abgewehrt da. Wir schaffen das, ja. Da waren wir schon dreimal. Also jetzt das dritte Mal. Oh, als ob ich in diesem Part nur diesen fucking Bossfight hier mache. Macht einfach alles kaputt da. Deine ganzen scheiß Ringe. Zerstör sie. Geil. Da wieder. Wieder. Den einen nur bekommen, den anderen nicht. Ich verstehe es nicht. Ich ändere meine Position nicht. Lass mich ja in Ruhe, du Scheißvogel. Du kleines Arschloch.
Halleluja, Leute. Gott sei's gedankt. Schon so Probleme bei dem Fight habe, dann will ich nicht wissen, was bei Bowser passiert. Tschüss, Brodals. Hoffentlich muss ich euch jetzt das letzte Mal besiegen. Erstmal den Multimond. Erstmal wieder 3 Leben. Fühle ich mich sicherer. Hat ja auch nur lang genug gedauert, ne? Wahnsinn. Abrechnung in Bowsers Festung. So, was passiert nun? Verändert sich die Festung? Wir waren so nah dran und jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Zum Mond? Wir können ihn aber mit der Odyssee verfolgen. Wirf mich auf den Globus da. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Totsummits hier. Sagen wir dort. Hier entlang. Das ist eine Abkürzung. Ich würde gerade immer noch hier rein. Wir haben endlich genug Monde beisammen. Okay. Da unten sind auf jeden Fall noch Münzen. Die habe ich gerade gesehen. Die Map hat sich auf jeden Fall ein klein wenig verändert. Hier sind auch noch Münzen und sowas jetzt. Da unten ist ein Katapult. Weg mit dir. Okay, da öffnet sich ein Tor. Gut, dann verbringen wir noch hier ein bisschen Zeit, bevor wir mit Bowser hinterhergehen. Oh, da unten kann ich noch eine Blume pflanzen. Hier gehen wir jetzt mal rein. Wieder so ein Spezialraum-Ding, ne? Okay. Kann mir schon vorstellen, dass hier hinten etwas drauf ist und da sind Münzen drauf. Mir so vorstellen können, dass hier direkt ein Mond ist. Rückseite ist nichts. Okay. Da müssen wir hoch. Ist doch kein Problem. Easy. Ja, gucken wir jetzt mal hier. Wir bleiben einfach hier drauf. Guck mal, da sind Münzen. Ja, was wir jetzt mal machen, ist hier mal noch gucken. So. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo noch Münzen oder so versteckt sind. Perfekt. Gott, Alter. So, an der Spitze des rotierenden Turms, ja. Hier brauche ich auch noch einen Schlüssel. Wo finde ich den? Verwerfen. Es gibt auch noch einen Schlüssel. Die Frage ist natürlich nur, wo?
Das hat auf jeden Fall mal einen Sound gemacht, aber es bringt mir nichts. Dann muss ich unten die Flammen auch noch ausmachen. Gehen wir noch runter, mache hier die Flamme aus. Bringt aber nichts, ne? Da ist nirgendwo was, ne? Das würde ich gerne wieder jetzt hier noch fertig machen. Da ist nix. Da ist nix. Da kann ich nichts erkennen. Verstehe es leider nicht. Gehen jetzt einfach mal hier rein. Wo kommen wir dann hin? Komm wieder da hin. Das heißt, mir fehlt da auf jeden Fall ein Mond drin. Ich weiß noch nicht, wie ich den bekomme. Da ist auf jeden Fall... Mach mal gerade das Ding zum Einpflanzen. Okay. Ey, dieser Part ist ja so noobisch, ey. Das mache ich jetzt auch noch. So, das habe ich jetzt angefangen, das muss in dem Part noch sein. Und dann ist hier aber wirklich Schluss. Dann ist der Part wirklich zu Ende. Dann gucken wir im nächsten Part wieder, was uns noch so in Bowsers Festung erwartet. Wir haben hier oben auf jeden Fall auch noch eine Röhre. Ich komme damit irgendwo noch rein. Vielleicht auch in diesen Special-Raum nochmal. So. Gott, dann hört das Ding auf, okay. Thank you.
Easy. Zack. Beide Monde, sehr gut. Oh. So, Leute. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Der Part ist ein bisschen länger geworden. Den einen Mond da drin muss ich nochmal gucken, wie man da kommt, rankommt, vielleicht oben durch die andere Röhre. Das schauen wir aber im nächsten Part. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Für heute bin ich raus und ciao.